neuen Let's Play-Projekt oder Mini-Projekt, besser gesagt. In Verbis Virtus werden wir uns heute mal angucken. Ein Early Access-Titel von Steam oder auf Steam zumindest. Was unter anderem mit dem Voice Activation-System funktioniert. Ja, da es ein Early Access-Game ist, wird es natürlich jetzt nicht ein purer Run in einem fertigen Spiel sein. Es ist noch in der Alpha jo, oder Beta. Aber wir gucken mal, was wir kommen. Legen wir mal los. New Game. Ladebildschirm der Geduld natürlich. Ah, los geht's. Verbis Virtus. Was insofern übersetzt keine Ahnung heißt. Vielleicht werde ich im nächsten Part erwähnen, was es auf Deutsch heißt. Ich glaube, es ist nämlich Latein. Und ich hatte nie Latein gehabt in der Oberschule. Damals überhaupt nicht. Und heute werde ich es überhaupt nicht nutzen. So. Wo stecken wir denn? Wir stecken in einer Wüste und sind auf der Suche nach irgendetwas. Und irgendjemand. Warte mal, ich guck mal was nach. Was hast du mich einzustellen hier? Mikrofon. brauchen wir nicht. Voice of Recognition, genau. Hier gibt es nämlich dann was zu beachten. Spells Language. Das Spiel ist natürlich auf Englisch und nicht auf Deutsch lokalisiert worden. Es gibt nämlich zwei Sprachen, die man benutzen kann für die Voice Activation. Die Fantasy-Sprache, Mahaki oder Englisch. Wir gucken natürlich, wie es erstmal mit dem Mahaki-Sprachähnlichen läuft. Und dann blubblub. Ja, was ist besonders in diesem Game? Insofern, ich habe mich ein bisschen informiert darüber. Es ist in dem Sinne besonders, weil man wirklich alles mit der Stimme macht. Also Zaubersprüche wirklich mit der Stimme castet. Und das haben wir, glaube ich, noch früh genug lernen. Ich hoffe es zumindest. Mal gucken. Ja. Und wie man sieht, ist das die super schöne Unreal Engine, wenn ich mich irre. Ja, die Unreal Engine. Schade, dass wir keine Beine haben. Das ist ein bisschen in manchen Spielen, dass man wirklich nach unten guckt und man sieht, ach, man hat Beine. Das vergisst wirklich der meisten Entwickler vergessen das. Aber naja. Text my inscription, look at it close and press E. Oh! Sie war aktivieren. Das sieht geil aus von der Grafik. Also ich muss sagen, wow. Für ein Early Access Game? Not bad. Steam, not bad. Du siehst das nicht von Steam. Plus. Es gibt diesen Fluch, diesen Early Access Fluch, das ist kein Spiel, das Early Access was rauskommt. Was nicht unmeist stimmt. Aber naja. Ich denke mal, das Spiel wird auf jeden Fall ein guter Renner. Der Eindruck, also der Eindruck an jetzt und die Grafik her. Holla die Waldfee, leck mir die Schnute breit, ich bin high. So an dem Motto. Pilze, Kristalle, blaue Lichter und kuriose Flaggen, ja, Fackeln. Haben wir geile Reflektierung. Wie führt denn der Weg?
Und ich kann schon mal jetzt sagen, wer sich da irgendwie an Dingen fühlt, nein, ich fühle, aber wer glaubt, das fühlt sich an wie Amnesia, nicht nur mir geht es gerade so. Es fühlt sich tatsächlich an wie Amnesia. Wohin führt denn der Weg hier jetzt? Ich würde aber jetzt wundern, ob die Kreaturen hausen. Kreaturen des Schreckens, des Gruselns und des... Wow, riesige Pilze. Was haben wir denn hier? Your journal has been updated. The opportunity watches you, but you do not have to recast. You must go with it. Both hat or without haste, because haste is a duty, blah 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 blah, only in his presence. Entweder ist es nur ein Lore, also eine Geschichte, oder es ist ein Hinweis. Alter, die Waldfee. Das haben wir echt langsam mal die Shoot ab. Genug schnell. Und mehr diese geilen Orte entdecken. Pentagramme. Stecken vielleicht die Nazis dahinter? Wow. Was ist das denn für ein Raum? Oh, okay. Ich glaube, ich brauche etwas, um hier weiterzukommen. Meine Theorie. Ah, verdammt. Aber hammergeil. Also ohne Scheiß. Also, Amnesia ist ja wirklich ein Scheiß dagegen. Mein lieber Scholl, leck mich fett. Ich kann ja schon mal jetzt vorweg sagen, ich habe vorgenommen, für dieses Let's Play, oder Mini-Let's Play, pro Part 15 Minuten vorzunehmen. Also drückt mir die Daumen, dass das funktioniert. Denn in den anderen Let's Plays, oder in den beiden Let's Plays, habt ihr gesehen, die Zeit wurde ja viel zu stark überschritten. Was natürlich nicht gerade gut ist. Und dann gehen wir ganz wieder zurück, denn es ging ja noch weiter. Ups. Und Zacki. Zacki. Also drüben. Game saved. Yep. Was nicht so leicht weiter. Wo es da lang geht. Nee, ich habe da ein böses Gefühl, wenn es so dunkel ist. Was ist denn hier? Grünen Kristall. Das aussieht wie ein Labor. Ja, das wird updated. Genesis 1, ein Beginning, bla 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 bla. Okay. Finde ich super. Wäre es natürlich alles deutsch übersetzt, wäre es ja noch einfacher. Diese Geschichten durchzunehmen, aber ich finde es gut, dass sie noch nicht lokalisiert haben, denn das würde noch mehr Arbeit kosten und was ist denn hier so Feines? Noch mehr Arbeit kosten und komioser Bug und vielleicht würde ja das Gameplay weggehen. Was? Das Formula ist benötigt, ja, du castest per Press and Hold, pronounce the Formula, wenn du release. Ah, okay.
Light. The light is not an enemy of darkness, quite blah blah blah. I can feel the earthling, absolutely. After I said Lumetial. Lumetial. Okay, probier's mal. Unser erster Zauber. Lumetial. 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 Ah. Aber ich glaube, ich tue doch lieber mal umändern auf Englisch. Ich habe sowieso Beschwerden, dass manchmal die Royal Voice Recognition nicht so funktioniert auf dem Mahaki-Niveau. Und ich glaube, der Zauberspruch heißt, ah, let there be light. Let there be light. Geiler Scheiß. Hey, ist auch mehr. Your journal has been updated. One of the first lessons of pilgrims was the evocation of light. This to remind them that first of all, they must be the bearer of proof and illuminate with darkness. Heinz is accredited, created with his. Oh, interessant. Warte mal, da wir jetzt eine Lichtquelle haben, könnten wir doch eigentlich jetzt so. Let there be light. Oh. Jetzt stell dir mal vor, was passiert wäre, wenn wir jetzt so. Ups. Ohne Licht da durchgegangen wären. Ich meine, okay, mein Jack Instinct hätte mich noch gewarnt und gesagt: spring, 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 aber trotzdem. Alle. Damn. Wow. Da unten ein Schrein oder sowas. Mal ganz genau nachgucken, was da ist. Ich muss ja sagen, die Musik ist gerade echt. Die ist berauschend, ne? Also nicht halt im Sinne berauschend jetzt. Wow, nein, so beruhigend berauschend. Man sieht auf einmal einen Sprung. Oh. Okay, gut. Oben rechts scheint aber die Lebensanzeige zu sein, ist mir gerade aufgefallen. Ich weiß, ob es noch Zauber gibt, mit dem wir es heilen können. Was sind wir hier? Your journal has been updated. Beam of light. Bla bla bla. You are. What is that too now? No, just now is that saying beam of light is enough to cast a ray of pure light from my hand. Ah, der Absatz gefällt mir gerade hier. The right color feeds the right mechanism. Das heißt. Bevor wir jetzt weitergehen, gucken wir weiter um. Ja, hier ist noch was. A ray of light. Learning when changed by the light ray, blah blah blah. Was arrogant used it. But never. It's used when necessary because it's respected as power, it's able to animate powerless things. Eine Idee. Beam of Light. Interessant. Hoch interessant, meine Herren. Puh. Oh ja. Beam of Light. Gesang. Meine Englischkenntnisse haben sich tatsächlich ausgezahlt. Oder der nervige Englischunterricht. Ja, ich hatte auch Englischunterricht, der nervig war damals. So in dem Sinne, dass meine Lehrer einfach nur blöd waren. Englisch beibringen auf ein hohes Niveau. Ist das jetzt so eine Art. Was ist das für ein Raum bitte hier? Flecken gefallen mir überhaupt nicht. Nee, da kommen wir nicht durch. Was ist denn da? Mark of Command. Beam of Light? Hm.
Okay, ich glaube, ich habe eine Idee. Das ist nämlich ein damaliges Game. Das ist eine Mod von einem Game. Insofern habe ich gezeigt, dass es eine Mod. Ich weiß nicht mehr, wie der Titel hieß. Da muss man auch mal einen Laser um. Beziehungsweise generell Laser umleiten, um was zu öffnen. Jetzt kommt mir gerade die Idee. Wir haben diesen blauen Diamanten im vorigen Raum gesehen. Und mit Beam of Light. Wenn da tatsächlich eine Ach Mann. Wenn da tatsächlich eine Reflexion entsteht. Ey. Boah, leck mich am Sack. Und zwar mit Schnack. Sahne. So. Ey, du verarsch mich doch, du dreckiges Drecks-Game. Tut mir leid, ich wollte das Spiel nicht wirklich leiten. Aber harte Zeiten erfordern harte Mittel. In diesen Zeiten, wo Putin schon fast einen dritten Weltkrieg auslöst durch seine Arroganz, müssen die Mittel noch härter werden. Aber... ich sehe schon, unsere 15 Minuten sind schon oben, 16 Minuten um genau zu sein. Dieser nächste Part von Verbus Virtus und dann gucken wir, wie es weitergeht. Bis dahin, viel Spaß, euer Jack.